Wir bei KPÖ Plus sind ganz klar gegen Zugangsbeschränkungen, weil sie sind schlichtweg unsozial und legen Steine in den Lebensweg von Menschen. Und es kann nicht sein, dass die Regierung es nicht schafft, Unis auszufinanzieren und die ganzen Kosten auf Studierende abwälzt. Es muss möglich sein, dass alle, die studieren wollen, studieren können. Und die Lösung kann nicht sein, wenn Unis Geldprobleme haben, diese Geldprobleme auf Studierende abzuwälzen und Studierende von der Uni fernzuhalten. Sondern es muss allen möglich sein, Bildung als Menschenrecht auch auf der Uni wahrzunehmen. Wir sind bei KPÖ Plus klar gegen Studiengebühren, weil ein Anwaltssohn oder eine Unternehmerstochter kann sich vielleicht ganz leicht die Studiengebühren leisten, aber alle anderen müssen sich 400 Euro mit Mühe und Not zusammenkratzen. Und Studiengebühren sind nicht nur sozial ungerecht, sondern verursachen auch einen enormen Stress und einen enormen Zeitdruck im Studium, und von dem hat man eh schon genug. Viele Studierende haben immer mehr Stress während dem Studium, ob es wegen dem Job ist, wegen einem Kind, wegen immer teurer werdenden Mieten. Und ganz, ganz viele Studierende leben auch unter der Armutsgrenze. Und die Mehrheit der Studierenden muss arbeiten, um sich überhaupt ein Studium leisten zu können. Und deswegen sagen wir bei KPÖ Plus, es braucht eine Ausweitung und Erhöhung der Studienbeihilfe. Es braucht leistbare Mieten, zum Beispiel mit einer Mietzinsobergrenze. Und es braucht eine Abschaffung von Studiengebühren und auch von Extrakosten bei Büchern und bei Skripten. Gerade jetzt zu Semesterbeginn schnellen die in die Höhe. Ich glaube, die Unipolitik orientiert sich immer mehr an Profiten. Das heißt, es geht um Profitinteressen von Firmen und Konzernen, die gefördert werden, und nicht mehr um freie und unabhängige Forschung. Und wir wollen diese kapitalistische Logik überwinden, diese Logik, in der die Profite mehr zählen als die Bedürfnisse der Menschen, und setzen uns daher bei KPÖ Plus besonders dafür ein, dass an Hochschulen wieder frei geforscht und gelehrt werden kann.